So, wir haben jetzt Kaisen dabei. Das heißt, wir halten eine ganz viel, viel mehr aus. Das werdet ihr auch gleich sehen, wenn ich diesen Kristall sammle. Wie schon gesagt, ich habe das alles bis hierhin schon gespielt. Ich habe versucht, jetzt über die ganze Zeit hin nicht zu spoilern, was vielleicht passiert. Ich neige da manchmal zu. Stört sich dann das andere Leute, ne? Ja, ich versuche das ja auch selbst zu verhindern. Ne? Also kann ich mich dann auch über andere Leute zu beschweren. Das ist drin. Ja, also ich entsinne mich noch. Ich habe damals, als der 6. Sinn ins Kino kam, mal gespoilert. Ihr könnt euch darauf verlassen, dass ich das immer noch zu hören bekomme. Hat sie auch verdient. Ist beim Sixth Sense ist das auch eine richtig scheiß Sache, wenn man das Ende kennt. Dann braucht man den Film auch gar nicht mehr gucken. Würde ich jetzt nicht so unterschreiben, aber es war unwichtig. Also ich habe ihn bisher noch nicht gesehen. So, müssen wir nicht irgendwann mal ankommen? Hier sind lauter Druiden in unserem Weg, die müssen wir alle erstmal wegschmetzeln. Ich tue auch mein Bestes, mich hier zu beeilen, aber diesmal muss ich jetzt nicht mehr auf meine Lebensenergie achten, weil ich habe ja Kaisen dabei, der heilt mich. Es ist ein netter Typ. Doch, man muss halt trotzdem erstmal durch. Ja, man muss sich trotzdem erstmal durch die ganzen Mobs hier durchhauen. So, und jetzt haben wir es schon geschafft. Jetzt sind wir hier bei unserem Kristall. Und wir können, glaube ich, nur diesen grünen, ne? Wir können eh nur keine anderen, ja. Bisschen dran rumfummeln. Oh, ein Goblin, oder was ist das? Ja, das würde ich sagen, ist der kleine Bruder von dem Rancor, aber hey. Die dunkle Bestie. Unser erster Elite-Mob übrigens. Nicht? Aber, also, ich habe den beim letzten... Oh, aua. Der hat mich da runtergeschubst. Beim letzten Mal hatte ich meinen Kaisen kurz, bevor ich diesen Stein gesammelt habe, weggeschickt. Und das war wirklich nicht clever. Daraufhin bin ich ziemlich schnell gestorben an dem Ding. Ohne. Also ich werde hier jetzt ja eine ganze Menge geheilt von Kaisen. Insofern. Also ich muss an dieser Stelle auch mal sagen, das ist mein 19. Charakter in diesem Spiel. Mir ist es noch nicht gelungen, auf Typhon zu sterben. Ja. Da sieht das. Ich bin ein Pro-Gamer, ich schaffe alles. So, hier sind noch Tierchen. Oh, da ist sogar was Grünes gedroppt aus so einem normalen Mob. Unglaublich. Das ist normal, das ist ja alles random. Ah, da kann auch Lila rauskommen. Ja. So, Schuhe. Die sind auf jeden Fall besser als unsere. Und eine Hose. Die ist besser als unsere. Und mehr haben wir nicht. Aber sie sieht scheiße aus. Immerhin. Ja, gut. Also, sich in diesem Spiel hübsch zu machen, ist nicht ganz leicht und das kostet auch eigentlich recht viel Geld, weil die hübschen Kann ich nicht den gesetzt. Hosenrock, den ich hatte, benutzen als Skin für das, was ich jetzt trage? Ja, kannst du. Das ist nämlich das Nächste. Man kann sich hier... man muss nicht das anzeigen, was man noch anhat, wenn man den Charakterbildschirm aufmacht und dann einfach mal auf das 1 da drückt. Dann zieht man da die Sachen rein, die man zeigen soll. Kostet aber mich 50 Credits. Ja, das ist halt so. Aber ich habe jetzt wieder den schicken Rock an und nicht mehr die Hose. Genau. Also im Prinzip, ihr könnt euch einmal für ein Aussehen entscheiden und das könnt ihr dann auch beibehalten. Ihr müsst dann nicht, wenn ihr eine neue Sache gefunden habt, unbedingt dann sieht das dann wieder anders aus.
Genau, wenn man das möchte, kann man sich da auch mehrere Outfits abspeichern. Auch sehr praktisch. Ja. Und das ist dann halt einfach nicht mehr von irgendwelchen Gear-Change betroffen im Laufe des Spiels. Gerade wenn man levelt, braucht man halt recht fix neues Equip. Aber es war halt zum Beispiel eine schöne Kutte dabei oder so. Und den Look möchte man behalten. Das kann man dann jetzt halt einfach so machen. Ich persönlich finde das einfach sehr, sehr nett. Aber ich bin da auch eine sehr große Style-Buche. Das gebe ich ja durchaus so. Ja, so viel Wert lege ich jetzt nicht auf das Aussehen meiner Charaktere. Das, offensichtlich. Wieso offensichtlich? Hallo, der sieht gut aus. Richtig schön rot. So, wo geht's hier lang? Ich denke, ich muss über die Brücke da hinten. Beziehungsweise ich weiß, dass ich über die Brücke muss. Aber wir haben es jetzt so weit ungefähr gezockt, wie ich das letzte Mal gezockt hatte mit der Aufnahme. Wie schon gesagt, das ärgert mich schon ein bisschen, aber das ging gar nicht. Also man hat überhaupt nichts verstanden. Und wenn dann man irgendwo, weiß ich nicht, da hätte ich ja überall Untertitel machen müssen, das wäre ja, weiß ich nicht, irre gewesen. Hätte wahrscheinlich länger gedauert, als das jetzt hier nochmal aufzunehmen. Und insofern, was passiert jetzt? Ihr könnt es euch denken. Wir haben alle für ein Lichtschwert. Wir sind quasi am Beginn, ersten Schneidepunkt unserer epischen Reise angekommen. Wir bauen uns mit unserer Macht unser erstes Lichtschwert, welches dann natürlich auch ein Teil unserer Essenz widerspiegelt. Tut es das? Ja, sicher, du baust es ja mit deiner Macht zusammen. Das Ding schwebt dann nicht umsonst. So, er sagt mir gerade, dass hier die Schmiede Waffen herstellt. Für Jedis, kein Geruch, kein Pferd, Nahlen ist nicht hier, aber die Zeit für Vorbereitung vielleicht ist Zeit genug, um deine Waffe zu bauen. Ja, ich sollte anfangen. Rajivari hat mich unterrichtet. Ich habe den Kristall. Ich denke, ich bin bereit. Er will aufpassen. Niemand wird mich stören. Geh, mach Waffe, ich hasse verdient, Alter. Das ist aber nett von ihm. So, was machen wir? Erstmal alles hinlegen. Erstmal nichts hinlegen. Doch, da wurde was animiert. Oh, da sind Dinge animiert. Unglaublich. Und er macht es natürlich jetzt wie ein richtiger Jedi. Wie auch sonst. Benutzt man nicht seine Hände, das macht man alles per Jedi-Craft. Er macht es mit uns. Zack, zack, zack. Noch ein Teil aus dem Nichts. So schnell geht das, so schnell macht man sich ein Lichtschwert, alles klar. Warum haben wir das nicht sofort gemacht? Und dieses Green. Kennt man den nicht? Kommst du hier, hat er gesagt. So, wir haben ein Lichtschwert bekommen. Das rüste ich natürlich jetzt direkt aus. Und wenn man da mit Steuerung rechtsklick drauf linksklick drauf kriegt, dann kann man sich das angucken, wie das aussieht. Und mit Steuerung rechtsklick kann man hier dann so ein Modifikationsmenü öffnen. Und ihr seht, so ein Lichtschwert, das besteht aus einem Heft, einer Modifikation, einer Verbesserung und einem Farbkristall. Und wir haben eine Modifikation dafür. Die packe ich jetzt schnell rein. Zack. Und anwenden. So. Jetzt habe ich mein persönliches Lichtschwert auch schon ein bisschen gepimpt. Und jetzt gehen wir mal runter zu Nahlen und fragen ihn mal, was er überhaupt will, der Alte. Wenn er mal jetzt, achtet mal auf sein Gesicht. Ihr seid bewaffnet mit dem letzten Lichtschwert, das diese Schmiede jemals machen wird. Seht ihn euch an. Wieder ein Jedi, der nickt und predigt und nichts tut, während die Fleischräuber unsere Heimat zerstören.
Ich kenne Rajivaris Geheimnisse. Die Schrecken, die die Jedi jagen, die dieser Jedi jagt. Und nur ich kann da uns, sieht man's schon. Unsere Familien und unsere Zukunft beschützen. Ich denke, er ist von der dunklen Seite korrumpiert und ich möchte euch... Nee, lasst eure Freunde sprechen. Fragen wir die doch mal. Ich würde gerne hören, was die anderen von eurer Meinung halten. Nalin, er war gut zu uns. Ihr sagt immer, dass die Jedi unsere Feinde sind, aber er ist es nicht. Ich habe das für euch alle getan. Wenn ihr die Gefahr nicht erkennen könnt, dann werde ich sie euch selbst zeigen. Ach komm, Junge. Nein, er soll aufhören, sich selbst zu belügen. Das tut er doch, oder? Oder komm, gebt auf bitte, wir sind doch ein Jedi. Gebt doch auf. Nalin, ich will euch nicht töten. Dann wehrt euch nicht. Bringen wir es hinter uns. Das Dunkelwesen. Ja, er ist ein Dunkelwesen, definitiv. Habt ihr ja auch in seinem Gesicht gesehen. Das ist die Korruption der hellen Seite, der dunklen Seite, der hellen Seite. Sehr milde Ausprägung. So, ein paar Steinchen, Knochenstein, extra für dich. So, ein bisschen rumgeschwinge und jetzt nochmal wieder kleinen Stein. Einen großen Stein. Ach, das war's da schon. Ich habe jetzt einen Notfall-Flottenpass. Fordere einen Notfall-Nottransport zur Flotte an. Den tue ich mal irgendwo hin zu meinem anderen Port. So. Was hat er uns zu sagen, der Nalin? Ich hatte vergessen, wie mein eigenes Blut riecht. Ich gebe auf. Ihr habt Nalin Raloch geschlagen? Bitte, ihr wollt ihn doch nicht töten. Nein, wir nehmen ihn gefangen. Ich werde ihn nicht töten. Er kann in den Jedi-Tempel gehen, bis über sein Schicksal entschieden wurde. Und doch werden wir ihn verlieren. Das Dorf braucht Nalins Hilfe. Wie sollen wir es ohne ihn schaffen? Was sag ich denn da? Habt Hoffnung. Oder ihr könnt mich um Hilfe bitten, aber ich habe keine Zeit. Ich bin ein Jedi. Findet eure eigene Stärke, ist ein bisschen so assi. Also ich gebe ihnen die Überzeugungskraft, dass sie sich selbst toll finden. Ich finde, das ist sogar noch die beste Antwort. Kalikori ist mehr als nur ein Mann. Ihr werdet überleben, wenn ihr zusammenhaltet. Kalikori ist ein Ideal. Mehr als nur ein Mann. Wir werden überleben, wenn wir zusammenhalten. Wir können Nalin zum Tempel tragen, Jedi. Er gehört immer noch zu uns. Ich wollte ihn nicht tragen. War dumm, falsche Worte gesprochen. Du bist kein kleiner Jäger. Nein, ich bin ein großer Jäger. Aber meine Ausbildung ist noch nicht vorbei. Vielleicht nicht. Aber das ist ein Anfang und kein Ende. Kann sonst niemand sein. Die Zählerin hat es gesehen. Er wählt zu höchster Ehre. Okay. Du bist der Herold der Zählerin. Ich bin was? Herold ist ja immer so die Inkarnation des Gottes oder der Prophet. Aber warum meint er auch das? Ich glaube nicht an diese Zählerin. Wie kann ich dann ihr Herold sein? Ist nicht wichtig, du bist Herold, kann ich anders sein. Das ist gute Logik, natürlich, ja, alles klar. Punkte zu verlieren war grausam, aber die Zählerin hat mich durch die Dunkelheit zu größerer Sache geführt, zu dir. Ich werde folgen, Herold, wann immer du mich brauchst. Die Zählerin hat mir den Weg gezeigt, ihrem Herold zu dienen. In Ordnung, danke, das ehrt mich, Kaisen. Mir gefällt, wie das klingt. Ja, das ehrt mich, aber ja, ist ja eigentlich nett. Wenn ihr wirklich glaubt, dass ich dieser Herold bin, werde ich mein Bestes tun, diesem Namen gerecht zu werden. Gibt viele Neuigkeiten, Herold. Solltest du Jedi-Tempel zurückkehren, mit Rat sprechen und Yuon. Du als Herold, siegreicher Herold, wirst ihr gefallen. Komm. Nun gut. Dann können wir ja direkt zum Tempel zurückporten.
Machen wir auch mal schnell. Ja, und damit hätten wir doch schon irgendwie alles hier, glaube ich, gepackt, oder? Ja, wir müssen nur noch mit dem Council reden und dann geht's weg. Okay, dann gehen wir mal schnell zum Council. Upsala. Achso, ich klicke die Tutorials hier immer weg. Wie schon gesagt, wir machen das hier per Mundpropaganda. Im menschlichen Tutorial, wie ich mir so vorkomme hier. Ja, genau, so sieht das aus. Und so, jetzt muss ich mal schnell zu Yuan. Die ist, glaube ich, ist die jetzt woanders? Die ist jetzt oben. Ja. Dum-di-dum, di-dum-di-dum-di-dum. Oh, hier haben wir wieder ein Wissensobjekt. Da klicke ich mal drauf. Ich guck's mir nicht an, aber es gibt XP. Ja, Wissensobjekte geben immer XP und einen Codex-Eintrag. So, und dann schauen wir mal. Der hohe Rate der Jedi. Was die uns zu sagen haben. Der rothaarige Rastafari. Alle nicken sie. Wir haben euch erwartet, Padawan. Ihr kennt ja bereits Meister Jarik. Das ist Meisterin Satil Shan. Ich behandelte Nalin Raloch. Pilger brachten ihn her und erzählten von eurem Kampf. Bemerkenswert. Ich hätte eine friedliche Lösung bevorzugt, Meisterin. Müssen ja so tun, ne? Frieden ist ideal, Padawan. Aber manchmal muss man sich auch wehren. Wir müssen noch viel über die Dorfleute lernen. Und unsere Position überdenken. Genug, genug. Padawan, die Quelle von Rajivari. Warst du tatsächlich dort? Bitte erzähl mir alles. Meister Rajivari selbst sprach mit mir, was von ihm übrig war. Du sahst eine Machterscheinung von Rajivari? Das ist erstaunlich. Offenbar hattet ihr recht, Yuan. Ich entschuldige mich. Bei euch und eurem Padawan. Er ist kein Padawan mehr. Er trägt ein Lichtschwert und hat sich bewiesen. Ich habe nur noch eine Frage, dann ist die Ausbildung abgeschlossen. Im Moment ruht Nalin Raloch in einem Kolto-Tank. Was wird das ihm, wenn er geheilt ist? Nalin beweist große Stärke in der Macht. Vielleicht hat er bei uns eine Zukunft. Das könnte zur Versöhnung mit den Dorfbewohnern führen. Gute Idee. Ihr seid bereit. Nun nehmt euren Platz als Jedi ein. Yuan, werdet ihr so gut? Vor diesem Rat enthebe ich dich des Titels Padawan. Ich ernenne dich zum Jedi unseres Ordens. Ehre, was war. Kämpfe für die Zukunft. Möge die Macht stets mit dir sein. Du hast dich so gut entwickelt. Ich bin... Meisterin? Ah, oh, sie ist ergriffen. Ach nein, sie ist kaputt. Ja, gut. Beiseite. Yuan, hört ihr mich? Was ist da los? Yuan ruht sich jetzt erst einmal aus. Sie scheint an einer Art Krankheit zu leiden. Ich kann jetzt nicht lügen. Ihr Zustand ist ernst. Wird sie sterben? Wird sie denn wieder gesund? Ihr wusstet davon und habt nichts gesagt? Ja, Geheimnisse verrät man nicht, sagt er, sie wollte noch einen Jäger ausbilden. Ich verstand. Ich war ihr letzter Schüler. Wir müssen handeln. Wie geht es jetzt weiter? Wir schicken Yuan nach Coruscant. Unsere Forscher dort haben Artefakte aus dem ersten Jedi-Tempel. Vielleicht haben sie auch etwas für Yuan.
Am besten ihr folgt Yuan nach Coruscant. Sie braucht eure Hilfe. Ach, die lassen wir nicht sterben, die hat uns ausgebildet. Ich tue alles, um sie zu heilen. Wohin Herold geht, gehe auch ich. Ist Wille der Zählerin. Alles klar. In der Zwischenzeit studieren wir eure Entdeckungen über Rajivari. Einigen Aufzeichnungen seiner Schüler sollte man auf den Grund gehen. Wie meint er das? Wenn ihr auf Coruscant seid, sucht die Botschaft im Senatsgebäude auf und wendet euch an den Forscher Atros Finn. Er wird euch erwarten. Viel Glück für euch beide. Möge die Macht mit euch sein. Tja, als Padawan in die Halle rein, als Jedi hinterher wieder raus. Das ist doch schön. Wir sind endlich Jedi. Wir sind kein Schüler mehr. Da kriegen wir auch noch eine Belohnung. So, Einflussstufe bei Kaisen Fest hat sich auf 3 erhöht. Das hat ihm ja anscheinend recht gut gefallen. Und wir haben auch hier noch so eine Credits-Kiste und im Prinzip weiß ich nicht, ich würde sagen, wir machen hier auch wieder eine kleine Pause. Treffen uns auf der Flotte. Und ja, dann würde ich sagen, als nächstes Ziel, wie kommt man denn dahin zur Flotte? Also das müsste man vielleicht kurz noch erklären, wenn wir gleich schon da sind. Genau. Stehst du noch irgendwo rum? Ich stehe beim Briefkasten draußen. Ja, dann kommen wir wieder rein und nach oben. Warum bin ich denn überhaupt rausgerannt? Das weiß ich nicht. So. Tidu, 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 tidu. Nein, ich hänge. Hier hoch. Und da. Wie ihr jetzt auch schon seht, mein Lichtschwertkristall ist nicht mehr grün. Aber da erzählen wir euch gleich mehr zu, wenn wir auf der Flotte angekommen sind. Genau, der ist lila. Mit schwarz, ja. Lila mit schwarz. Also, sieht sehr dunkel aus. Ah, okay. Und hier kommt man dann zur Flotte, alles klar. Genau. Habt ihr euch den, hier ist auch noch irgendwie so ein komischer Briefkasten mit einem Questzeichen darüber. Das ist ein Quest-Computer, der... Wöchentliche Heldenmission. Genau, jeder Planet, das hätte ich aber gleich auch nochmal woanders gesagt, an einem anderen Automaten, jeder Planet hat Heldenquests. Und seit neuestem ist es so, dass es einen zentralisierten Computer gibt, wo man sich die Dinge abholen kann. Aber dazu auf der Flotte mehr. Genau. In diesem Sinne, wir sehen uns gleich und dann werde ich auch mit diesem tollen Fluggefährt da, was gerade noch geschweißt wird, fliegen. Insofern, beziehungsweise wir sehen, glaube ich, nur eine Sequenz, aber hier möchte ich trotzdem zeigen. Insofern, bis gleich. Genau. Adios.